Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ARK Survival Evolved zusammen mit German Let's Play. Hallihallo. Daniel? Ja? Abonnier den Kanal, ne? Abonniert beide Kanäle. Hab ich schon seit Jahren. Oi, und aktiviert die Geilo-Glocke. Leute, ihr fragt euch vielleicht, warum ist Pidizzle nackt? Und warum ist hier Agathe? Wir hatten ja noch eine kleine Rettungsmission, Manuel, weil du ja draufgegangen bist. Das war eine gute Zeit und dann bin ich hier letztlich ausgelockt, weil ich dringend weg musste. Und jetzt komme ich aber nach Hause. Und Agathe lebt auch noch? Ja, es sieht gut aus bei ihr. Ich glaube, die Leute haben auch gar nicht verstanden, warum ich auf den Hinweg in das Eisgebiet wieder Rüstung hatte. Das war deine. Ja, du hast mir deine Rüstung einfach gegeben. Ja, weil ich so ein Ehrenmann bin. Das stimmt, das bist du. Kriege ich meine Rüstung wieder? Ja, ich habe die repariert. Ich habe unsere Rüstung repariert und bin dann raus. Wow. Ja, so bin ich, ne? Das bist du echt. Wir haben aber ein ganz anderes Problem. Alter, bin ich noch weit weg. Ja, ich bin auch noch nicht aus dem Haus. Also ich weiß noch nicht, was passiert ist. Ja, wir haben ein ganz großes Problem. Stimmt! Wir wollten ja jetzt gerade gleich gucken, ob unser komischer Edgar noch lebt. Also unsere beiden, Edgar und Claudia. Obwohl, die sind schon ein bisschen komisch. Weil ganz ehrlich, ich habe Edgar ein bisschen anders in Erinnerung. Also er war genauso gefräßig, aber er hatte nicht so ein langes Mull. Nicht? Nee. Und, wie gesagt, das war das Wichtigste. Hast du auch diesen Kommentar gelesen? Warte, guck mal ins Fenster. Was denn für ein Kommentar? Ja, hey, da bist du, Manuel. Dass er meint, dass wir völlig verrückt sind. Warum? Also, hier ist ein Ei. Ja, dass wir die Brutmutter... Hä? Agathavis-Ei, dass wir tatsächlich die Brutmutter angehen wollen. Weil da brauchen wir angeblich richtig krank imprintete Dinos, die irgendwie 12-fach gezüchtet sind. Und ich weiß nicht, ob es wirklich die Brutmutter war. Das war irgendeine Spinne, wurde mir gesagt, die wir töten sollen. Ich weiß aber nicht deren Namen. Und er lebt auch. Edgar! Ika, hi! Boah, wir brauchen den Sattel! Warte. Stimmt! Okay, worauf skillen wir Edgar? Boah, guck mal, meine Claudia ist da viel krasser. Das weiß ich auch nicht. Okay, wir lassen die erstmal. Aber Level 78 und 65, wenn wir die beiden paaren, dann geht's aber huddelibuck. Ich weiß jetzt auch, was es mit der Heilung auf sich hat, ne? Das stand auch in den Kommentaren. Die passive Heilung heilt nur sie selbst, wenn die Schaden haben, wenn die geheilt. Und die aktive halt alle. Okay. Dann will ich doch jetzt mal gucken. Da-I. Achso, der Sattel. Wie heißen die? Da-I. Ah, hab ich schon gelernt. Da-E. 20 Metallbahn, 200. Okay, ein paar Fasern. Haben wir das alles noch mit drin? Ja, haben wir. Ja, wir könnten sogar. Ich mach zwei, ne? Mach zwei, ja. Ja, perfekt. Ich frag mich, ob die beiden schnell sind. Ganz bestimmt. Okay, dein Sattel ist innen drinnen, ne? Kannst du hier rausholen. Ja, nehm ich. Dann Edgar. Danke. So, komm her, du kleine Fratz. Komm mal hier, Claude. Zack. Ui. 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 Ich komme nicht weg. Oh. Ah, jetzt. Also schneller, als ich gedacht habe. Ja. Alter, erinnert mich so ein bisschen an Pumba. Timon und Pumba. Yeah. Du musst mal die ganze Zeit hüpfen, wenn du da hochgehst. Ja, perfekt. Aber ansonsten... Ah, da ist diese Selbstheilung. Oh, der kann Narco-Berries farm. Oh ja. Drück mal rechtsklick. Da machst du jetzt diese Heilung. Lass uns mal gucken, ob wie sich das auswirkt. Komm, wir gehen mal nach unten und gucken mal, wie viel Heilung. Ja, wir kämpfen gegen jemanden, lassen uns ein bisschen Doch nicht mit dem, oder? Doch, na klar. Willst du jetzt echt riskieren, dass sie umgebracht werden? Warte mal, der hat doch 1000 AP oder so. 2400. Die müssten eigentlich mit der Heilung und so... Wir machen die gleich beide an. Und dann läuft er. Wir brauchen sowieso Fressen. Die müssen ja ein bisschen was machen. Sollten wir denen auf Schaden gehen? Ich weiß es nicht. Also da müssen wir noch mal gucken. Ich habe ihn jetzt auch null geskillt. Der sieht so geil aus. Da, der ist ungefähr unsere Kragenweite. Ja, komm her. Zack, Alter. Ja, viel Schaden macht er nicht, aber Zack, es geht. Und direkt gefressen. Aber warum sind denn hier nur Opfers? Ja, ist doch geil. Naja, wir brauchen hier aber auch welche, die ein bisschen Schaden machen, damit wir sehen können, wie krass. Hier, der Stegosaurier. Alter, ernsthaft? Den willst du angreifen? Ja, klar. Ich glaube, ich gehe gleich einfach auf Schaden. Ja, aber was ist, wenn irgendwie die Selbstheilung... Oh, hier ist so ein kleines Vieh. Ja, dadurch skaliert wird. Ne? Also, ich werde von seiner Mutter angegriffen. Oh Gott, ich habe hier... Komm schnell her. Hier ist ein Agathes Mörder. Warte. Aber, ich habe ihn platt gemacht. Ich glaube, ich mache den. Was? Hier ist ein Krumpy. Hilfe. Der bringt mich um. Oh Gott. Oh, er ist tot. Boah, Alter, ich hab den Boss umgebracht. Oh Gott, der Stegi? Ja, ich muss gerade regenerieren. Also die Ausdauer. Okay. Helf dir. Achte auf deine Gesundheit. Ja, ey, ich krieg kaum Schaden. Das ist ja absolut krank. Also, das war ja überhaupt kein Problem. Soll ich mal kurz gucken, auf was wir die skillen sollen? Weil ich hab echt viele Level. Genau. Guck mal in die Kommentare. Ich werde vielleicht mir noch mal einen krasseren Gegner, so einen T-Rex oder so. Ein T-Rex. Übertreib halt direkt. Da drüben ist sogar ein T-Rex. Alter, willst du das riskieren? Ah, nee, das sind zwei von den Allosauren. Nee, will ich nicht.
Ihr solltet Edgar nur auf Nahrung skillen, da er dann die Dinos länger heilen kann. Ah, und dann okay. Schreibt einer mit dem immer schön auf Nahrung skillen. Ja, okay, dann machen wir Nahrung. 7 Level. Boah, Alter, auf einmal hat er 12.000. Ich hab 12.000, du auch? Ja, ich auch. Krass. Dann brauche ich aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Essen, Ja, ich komme. Ich aktiviere jetzt mal die Heilung. Oder muss ich die in diesem Menü aktivieren? Nee. Definitiv nicht. Da fährst du ja Rechtsklick. Okay. Das macht gar keinen Sinn. Ah, hier steht das auch. Dein Diadon verbraucht zusätzliche Nahrung, um Verbündete zu heilen. Ich greife jetzt mal den Diabear an. Ja, warte, wo bist du? Okay, ich heile mich. Echt krass. Jetzt habe ich es wieder ausgemacht. Wo bist du denn gerade? Unten am Wasser von der Pipeline rechts, wenn du aufs Wasser guckst. Ah, ja. Okay. Er hat schon 220 Fleisch gegessen, der Vielfraß. Ey, ich glaube, dass wir die machen würden. Ach, da rechts. Ah, ja. Okay, Moment. Ey, es klaut dir Spyglass. Du bist so ein Dreckiger. Ich hasse diese Viecher. Bereit? Wollen wir? Was denn? Die beiden Viecher? Ja. Okay. Also glaubst du wirklich die Allosauren? Ja. Wir können jetzt mal einen herholen, oder? Ja, gucken wir mal. Wir müssen dazu auf die andere Seite. Keiner nimmt uns die Philosophie. Das Hakuna Matata. Timon und Pumba. So, die waren, vor einer Sekunde waren die eigentlich noch hier unten irgendwo. Ey, spring, ne? Guck dir das an. Das ist einfach, wie schnell er ist. Hä, die waren hier eben gerade noch. Da rechts? Ich sehe da Viecher, die auch teils bluten. Hier. Ja! Oh, nee, irgendwie mit einem Buff, oh Gott. Nee, das sind die Allosauren, genau. Wollen wir auf die? Boah, Alter, die haben einen Buff. Oh, das weiß er nicht. Ja, aber der eine blutet. Ja. Glaubst du, mit Doppelheilung schaffen wir das? YOLO? Ja, also, komm. Also, es ist halt saudumm, aber warum, ist mir eigentlich egal. Dann können wir es ja probieren. Okay. Ja, dann lass auf den, der blutet. Okay. Nee, Moment, das ist... Komm, geh einfach drauf da. Ja, einfach Damage machen. Einfach Damage machen, komm. Okay, ich bekomme gut Schaden. Auf der linken. Ja, ich bin auch ich auf dem Weg. Ich kann mich nicht bewegen. Komm, die Passivheilung, die ballert durch. Komm, Alter, die machen wir jetzt platt. Ich glaube, wir sollten fliehen. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich steig mal ab und versuch, die wegzuballern. Okay, oh, ich geh auf den linken. Ich krieg Schaden. Ich krieg schwer verletzt. Dann lauf. Ich renne. Ich kann mich nicht bewegen. Oh Gott. Scheiße. Das war die dümmste Idee aller Zeiten. Warte. Lauf einfach. Ich renne einfach. Steig ab und erschieß sie. Das ist die einzige Chance, die wir haben. Ja, warte. Die greifen noch weiter an. Sprinte einfach weg. Ich kann okay, nicht wegrennen. Ich habe meine Waffe ja gar nicht hier. Ach so. Meine Waffe. Ich renne gerade ins Wasser. Ja, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich werd sowas von sterben. Ja. Tot. Claudia, komm. Oh Gott. Claudia, komm. Warte, ist sie noch hinter mir? Scheiße, die fressen Claudia. Claudia, nein. Was haben wir für Ideen? Deine Claudia wurde getötet. Das Ding ist aber auch, also, sorry, das Problem ist einfach diese Brutmutter, Manuel. Also, ich will dir ja wirklich nicht die Illusion nehmen. Und wir können es auch gerne probieren. Aber bei der Brutmutter steht halt irgendwas von... Wir brauchen, die hat ein paar Millionen HP. Also, sorry, Alter. Wir haben gerade gegen drei Allosauren verloren. Soll ich den Kommentar dir mal vorlesen? Ja, such mal. Also, warte. Zum Weinen. Bitte versucht noch nicht die Bosse. Und dahinter kommen 12 Ausrufezeichen. Diese sind weitaus zu stark für euren momentanen Stand im Spiel. Mit den, Entschuldigung, Scheiß-Dinos, die ihr habt. Wird das nichts. Er hat sich immerhin entschuldigt. Diese Bosse haben mehrere hunderttausend bis teilweise 1 Million Leben. Normalerweise macht man Bosse mit langer Vorbereitung, je nach Stammgröße, Raten und so weiter. Mit 10 bis 20 Dinos. 3 Ausrufezeichen. Wenn ihr damit all euren Dinos die Arena betreten könnt und reinrennt, wird euch das komplette Spiel versauen. By the way, sollten Boss-Dinos alle gebreedet und gut geimprintet sein, gute Sättel tragen und normalerweise haben solche Dinos dann auch Level 250 bis 300 plus. Also nicht Level 16 oder so. Weißt du, da bereue ich es fast, dass wir Dings nicht mehr haben. Hier Kott Brudi und Kott Mulle, die mit Level 17 dann dahin gerannt wären. Das ist einfach das traurigste Let's Play, was ich je gemacht habe. Aber hier die Kommentare da.
der erste Kommentar ist zu dem Kommentar, den Anakin Talk geschrieben hat. Endlich mal einer, der nicht so retarded ist. Das mag ja merkwürdig klingen, aber ich würde doch gerne als letzten Part des Projekts sehen, wie die uns alle, also wie ich einfach mit unserer gesamten Familie da reingehe. Ja, und sehen, wie alle sterben. Nee, hallo, das wird klappen. Hallo? Ja. Also, ich habe da eigentlich keinerlei Bedenken. Die Idee aber auch eben war so geil. Weißt du, ich krebs mit einem rum 2 Stunden, um meine Claudia noch zu bekommen. Hey, da sind 3 Allosaurier mit einem Buff auch, mit einem Damage-Buff. Wollen wir da nicht mal rein? Oh Gott, alter Schwede, hier kam irgendwas. Ja, ein Allosaurus kam an. Ja, ich dachte, wir würden, also ich dachte halt, dass die Heilfähigkeit ein bisschen OP ist. Ich habe aber auch echt damit gerechnet, dass sie besser ist. Also gefühlt hat das gar nichts gebracht. Dann stellt sie raus, das heilt ihr nicht gegenseitig. Das wäre geil. Stimmt, das ist das, was wir auf jeden Fall nochmal vorbereiten müssen, Manuel. Was denn? Für unseren Ausflug, denn ich wollte für meine nächste Folge, werden wir etwas Legendäres machen, was wir bis dato noch nicht in Betracht gezogen haben. Und was ich jetzt schon bereuen werde. Wir gehen schwimmen. Was? Wir gehen schwimmen. Ach, du willst eine Tauchausrüstung bauen? Ja, weil das ist, wir haben jetzt wirklich schon sehr, sehr viele Teile des Spiels erforscht. Ja, das Einzige, erfolgreich. Mehr als erfolgreich. Also da habe ich auch keinerlei Zweifel dran. Aber das, was wir jetzt wirklich nochmal gucken müssen, sind die Weltmeere. Ja, aber wie wollen wir denn da überleben? Der Kind, du erinnerst dich vielleicht auch dran, wie ich da 6 Stunden fest hingefühlt und von irgendwelchen Level 1 weggeklatscht wurde. Ja, aber da hattest du keine krasse Armbrust und so. Ja, doch klar, natürlich. Nee, das wird krass. Ja? Vertrau mir einfach, wir brauchen hier allein das Atemgerät, das haben wir nämlich überhaupt noch nicht. Wir brauchen Polymer, Astrein. So, warte mal, hier, Polymer. Ach, da haben wir ja sogar noch ordentlich. Ja, dann würde ich doch mal sagen, haben wir kein Öl mehr? Wir haben das komplette Öl. Doch, wir haben Öl. Nee, also Benzin. Nee, wir haben Öl. Ich habe nicht das gesamte Öl verbraucht. Nicht hier ist kein Benzin mehr drin. Ja, dann schauen wir in die anderen Dinger. Also es muss, wir müssen Öl haben. Irgendjemand hat es wahrscheinlich angelassen. Nee, dann hätten wir viel mehr Benzin. Du musst in die Geräte reingucken, entweder in das Fett oder in die Werkbank. Nee, also da ist nirgendwo mehr richtiges Benzin. Ach, bin ich dumm, jetzt habe ich gerade anders. Ja, hier ist Benzin in dem Schrank. Hier, in dem, nee, in dem anderen, daneben müsste es sein. Ah, hier, 87, okay. Ja. Dann mal lieber halbieren, ne? Ja. Einschalten. Und dann Atemgerät. 2-mal. Oh, wir könnten es 5-mal herstellen. Ja, klar, lohnt sich. Oh Gott, was geht denn jetzt schon wieder ab? Ich hole gerade alle. Ach so. Weil sie da unten stehen und sich nachher alle umbringen. Ja, das wäre nicht so schön. Oh, ich habe gekackt. Okay. Oh, herzlichen Glückwunsch, Manuel. Ich bin wirklich stolz auf dich. Danke, ähnlich was erreicht, ne? Maske. Ah, ich kann ja einfach Tauchen eingeben. Warte mal, hatten wir die Masken nicht schon? Ja, hatten eine, ja. Flossen wahrscheinlich. Einmal, doch, einmal das gesamte Equip, soweit ich weiß. Ach so, ja, nee, aber die Atemgeräte hatten wir nicht. Da bin ich mir 1000%ig sicher. Ne. Gut, dann können wir das hier einmal ausschalten. Und das einmal rausnehmen. Jawohl. 2 Atemgeräte. Zack. Oh. Oi. Guck mal. Oh, man hört das sogar richtig, wie ich gerade dadurch atme. Ja, wenn ich laufe. Also ich höre dich nicht. Zeig mal. Ja, warte, ich gebe dir dein. Ah, nee, deinen habe ich in den Schrank getan. Warte, ich droppe sie einfach. Warte. Oh, sexy Körper. Ja, danke. Und jetzt, was mache ich damit? Auf den Brustplatz. Oh. Und jetzt lauf mal. Und wenn du ganz ruhig bist. Ach jo. Alter, ich bin Darth Vader. Ja. Das ist echt krass. Das ist ja cool. Und wenn wir uns den ganzen Kram. Aber warte mal. Wie sieht das denn aus? Gibt es noch eine bessere Waffe? Ach, für unter Wasser, meinst ja, du? Ja, ob man den. Ich glaube, da müsste die Armbrust wirklich das Beste sein, oder? Also vor allem unsere, ja, glaube ich schon. Stimmt, wir haben ja auch die krasse. Wie viel hast du eigentlich? Wir haben dasselbe. Ach, ich hatte ein Rezept dafür gefunden. Richtig krass. Ach, krass. Ja. Ja, okay, das müsste, glaube ich, ganz gut abgehen. Ich habe leider. Richtig Glück. Oh, doch, warte, ich habe sogar Pfeile. Ich baller das mal in einen rein. Und guck mal, wie viel Schaden das letztlich macht. Ja, wir müssten eigentlich. Hast du noch deine alte? Die hast du weggeworfen. Ne? Wie ist hier Edgar, hast du vergessen unten? Oh. Er hat sogar hingeschissen. Beinahe Edgar. Was sagst du mit meinem. Ach so, dass man testet. Ja, aber ich habe die. Und hier sind auch noch 100 Schuss, sind hier noch im. Ich müsste Lager. Aber. Nee, irgendwo in dem Dino könnte noch eine Armbrust drin liegen. Weil mir jemand gefressen wurde oder so. So, komm, Edgar, du bleibst schön hier, ne? Zum Beispiel Claudia? Ach, Claudia, die waren Bauernopfer. Das stimmt. Sie wäre halt praktisch gewesen, um zu züchten. Ja.
Das wäre aber... Selbst aber, mit der kriegen wir nicht ehrlich, Level. Haben wir das nötig? Nö. Das stimmt. Wir nicht, nö. Nö. So, dann nehme ich doch am besten irgendwas, was im Wasser lebt und baller das einfach mal an. Oder hier ist der hier. Der sieht doch aus wie ein Krimineller. 230 Schaden. Ist nicht schlecht. Oh ja, Gott, da vorne die ist die Allosaurus-Crew. Das verstehen die meisten sowieso nicht. Wir töten nur kriminelle Dinos. Ja, so wie der. 345, krass. Ja, ich glaube, da kannst du noch viel mehr mitmachen, wenn du richtig triffst. Ja, ich hab ihm jetzt einfach im Bauch geschossen. Ich guck mal bei einem Fisch. Er hat auch nur 230 bei einem Fisch. Oh, ich habe gerade eine Mail bekommen. Eingangsbestätigung. Ah, oh, interessant. Ich habe ja so eine Geheimbestellung aufgegeben. Ja, und? Ja, wird bald versendet. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von ARK. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um zukünftig keine neuen Folgen von ARK mehr zu verpassen. In der Videobeschreibung ist German Let's Play verlinkt. Wir wechseln uns ja immer mit den Folgen ab. Die morgige Folge kommt dann wieder bei ihm, übermorgen dann bei mir. Leute, ihr wisst Bescheid. Habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.